So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier spricht euer spiritueller Anarchist Jürgen Braun. Ich tue jetzt bloß noch schnell ja, Freunde noch einladen. Heute geht es um das Thema Geisterbeschwörung, Spiritismus, Gläserrücken. Und ich möchte euch da was aus meiner eigenen Vergangenheit mal erzählen, also was ich selber erlebt habe. Und ja, zuvor möchte ich aber noch ein bisschen was Technisches noch vorschieben. Und zwar geht es darum, wie ich Filme mache. Ja. Also man hat mir mal angesprochen wegen der Qualität. Und es ist ja so, ich kann nur auf zwei Arten Filme produzieren. Und das ist einmal mit Skype, was ich jetzt mache. Also ich mache jetzt quasi ein Skype-Video. Da habe ich den Vorteil, dass ich sofort live bin. Ja, das ist schon mal gut. Und ich habe da auch nie Probleme mit den Skype-Videos. Die kann ich downloaden und kann sie dann auf YouTube aufspielen. Anders ist natürlich mit dem Handy. Ich habe natürlich auch die Möglichkeit, mit dem Handy zu filmen. Da ist aber das Problem, dass ich da immer irgendwie Schwierigkeiten habe, das Video auf dem Computer zu übertragen. Ich habe da zwar ein Datenübertragungskabel. Ich weiß, Bluetooth funktioniert bei mir leider nicht. Ja. Also da gibt es immer irgendwie Macken und Probleme. Ja. Und ich habe auch schon investiert, also quasi in die Filmerei. Ich habe hier so quasi den, zum Beispiel hier einen Aufbau, so einen Dreifuß. Da kann ich jetzt zum Beispiel mit dem Handy filmen. Also, aber es hat Firmenfänger, da hat man halt nochmal nicht so viel Geld. Und das ist nochmal so. Und ich sehe jetzt auch nicht, ey, dass ich da Schweinegeld jetzt investiere. Das ist natürlich irgendwo an Grenzen gesetzt. Also nur, dass ihr wisst, wie ihr, also wie ich jetzt Filme produziere. Ich habe mir jetzt so drauf gelegt, dass ich am Sonntag immer Skype-Videos mache, weil da kann ich sehr viele Menschen erreichen. Und unter der Woche gucke ich dann, dass ich mit dem Handy noch ein Video mache und so. Und das muss auch gut sein. Wie gesagt, ich habe nicht die Möglichkeiten, jetzt noch in der Digicam zu investieren. Also vielleicht, wenn ich mal Geld habe, mache ich das. Aber jetzt momentan geht es halt nicht. Okay, das war es mal vorab. Kommen wir gleich zum Thema. Ja, Geisterbeschwörung, Spiritismus, Gläserrücken. Ich habe selber Erfahrungen gemacht, üble Erfahrungen, tödliche Erfahrungen sogar. Also das war ganz übel. Ich kann noch mal erzählen, wie es damals bei mir losgegangen ist. Also das ist schon über 30 Jahre her. Ich war damals, aber nicht ganz 30 Jahre. Also ich war damals noch Jugendlicher, so mit so 15, 16, wo wir da angefangen haben. Ich war also gerade von der Schule und habe mit der Lehre begonnen. Und Cousine von uns, die hatte schon Bücher gelesen über Geisterbeschwörung und hat uns dann da eingeführt. Ich möchte jetzt auch gar keine genaue Anleitung geben, wie das funktioniert. Manche wissen es ja vielleicht, wie es funktioniert. Also man nimmt ein Brett, macht Buchstaben und da kann man, dann legt man dann das Glas auf. Aber ganz genau, wie man ganz genau den Geistern beschwört, das möchte ich jetzt hier nicht erläutern. Ja, und am Anfang war das noch so, dass wir uns ewig lang konzentrieren musste und es ist nichts gelaufen. Also das Glas hat sich nicht bewegt. Ja. Das ging dann mit der Zeit, aber dann, also man musste sich am Anfang konzentrieren und alles und genau den Ritus einhalten und es war ewig lang nichts passiert. Irgendwann fängt dann das Glas so langsam an, sich zu bewegen. Das war dann schon, boah, wo man sich gedacht hat, okay, krass. Ja. Und dann hat man natürlich den Geist alles Mögliche fragen können und der hat geantwortet. Manchmal waren es wirre Antworten und manchmal waren es auch überzeugende Antworten. Und ja, am Anfang war es halt so, das war halt nur alles nur lustig und das war halt nur spaßig. Aber mit der Zeit ist es dann schon ziemlich unheimlich geworden. Es war dann so, dass nach einer Weile sich da auch gar, ist dann nämlich der Geist gekommen. Also der Geist hat ja so einen, hat einen Namen gehabt. Kamen verschiedene Geister und dann am Ende war es dann so, dass dann nur noch Satan sich gemeldet hat. Wir wollten eigentlich den Geist beschwören und auf einmal schreibt das Glas quasi mit den Buchstaben Satan. Ja. Also war dann immer der Teufel quasi, der wo quasi anscheinend da war und das Böse. Wir haben dann, also, oder wollte der Geist uns verarschen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich erzähle das jetzt wirklich, das könnt ihr mir glauben oder nicht, ich erzähle das einfach so, wie ich das erlebt habe. Ja. Und ja, also das war halt mit meinen, unsere Geschwister waren dabei, Cousins waren dabei, Kumpels. Wir waren immer mehr von dem Ganzen besessen. Also wir sind richtig süchtig geworden nach diesem Gläserrücken. Und wir haben uns da auch richtig davon abhängig gemacht. Also
jeden Tag haben wir uns getroffen und dann ging es los mit Gläserrücken. Und es war ja dann so, dass es dann immer schneller ging. Also es kam dann mal so, man musste sich ja gar nicht mehr konzentrieren und das Glas hat sich dann immer schneller und immer intensiver dann bewegt. Also die Macht, der Geist oder was auch immer, hat immer mehr Macht bekommen, ja. So erschien es uns zumindest, ja. Auf jeden Fall, ja, dann war es so, das Glas hat sich dann immer auch stärker bewegt und konnte dann auch Sachen voraussagen, ja, wenn zum Beispiel jemand stirbt, zum Beispiel, und das war dann schon heftig. Dann auf einmal hat das Glas hat dann nicht mehr nur auf die Fragen von uns reagiert, sondern das hat dann auch schon angefangen zu reagieren und hat schon selber quasi die Buchstaben kombiniert, also von sich aus, ohne dass wir Fragen gestellt haben. Ja, und dann hat dann plötzlich der Geist dann vorausgesagt, dass meine Schwester zum Beispiel in dieser Nacht, in der heutigen Nacht, wo wir die Session gemacht haben, stirbt. Und jetzt kam das Krasse, meine Schwester hat sich dann so damals so da reingesteigert, ja, und das war dann wirklich in der Nacht so, dass es gefühlt hat, als wollte jemand sie erwürgen oder ja, also die Luft zu drücken am Hals. Die ist die ganze Nacht aufbeben und der war dann richtig fix und fertig, der hat dann nur noch geheult und Todesangst gehabt, ja, und da war die Sache dann schon immer witzig, ja. Das war dann schon ganz schön heftig. Und was hat es mit uns gemacht? Also mit der Zeit, ich weiß gar nicht, wie das war. Auf einmal bin ich auf den Teufelstrip gekommen. Ich weiß gar nicht, ich habe das dann irgendwie dann geil gefunden, Teufelsanbeter zu sein. Keine Ahnung warum. Ja, dann habe ich mir eine schwarze Kutte angezogen, umdrehtes Kreuz und so und habe auf Satanist gemacht. Ich war in der Zeit Satan, auch Satanist. Ich war auch in der rechtsradikalen Szene und das war wirklich eine üble Zeit für mich. Also es war ganz, ganz schlimm. Ich habe da nur Pech gehabt und irgendwie ist mir im ganzen Leben auch alles scheiße gelaufen, egal ob in der Lehre, in der Schule, mit den Frauen, alles war irgendwie total daneben, ja. Und es ist irgendwie auch immer schlimmer geworden, ja. Also das Leben hat sich eigentlich verschlechtert. Und auf der anderen Seite wiederum hat sich die Macht dessen, was dieses Glas bewegt, immer mehr verstärkt. Also, ihr könnt es mir glauben oder nicht, das ist jetzt Erfahrungsbericht. Ja, also, da waren mehrere Leute dabei, da waren Zeugen dabei. Wo wir am Anfang mussten wir uns noch total konzentrieren. Am Ende war es dann so, dass wir einen vollen Maßkrug, also wir haben quasi den Finger draufgelegt, da war ein voller Maßkrug in der Disco und der Maßkrug hat sich bewegt. Das war natürlich voll die Sensation in der Disco, wo wir damals waren. Da sind dann die Leute rumgestanden und haben sich dann köstlich darüber amüsiert. Aber es war schon immer witzig, ja. Der Maßkrug hat sich dann bewegt, voll, ja, und das hat gereicht, wenn einer nur den Finger draufgelegt hat. Aber das war dann schon der Zeitpunkt, wo wir dann aufgehört haben. Weil es dann echt einfach, das ist dann echt so übel geworden. Das war dann immer witzig. Man muss sich mal vorstellen, es ging dann so weit, ich war in dem Keller, wo wir das oft gemacht haben, die Session. Da habe ich nur mal zum Spaß einen Putzeimer umgelegt auf den Boden, habe meinen Finger drauf gehalten und der hat sich angefangen zu bewegen. Und ich war allein. Also es war wirklich so, ich habe einen Finger drauf gelegt auf den umgekehrten Eimer und der Eimer hat sich bewegt. Ja, und wie? Ja. Das ging dann schön erst schön langsam los und dann immer schneller und schneller, bum, 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 bum. Der Eimer hat sich bewegt, das war irre, ja. Und da stehst du erst mal da und kriegst erst mal einen Schock und denkst, boah, was geht denn ab, ja. Und dann war es so, dass ihr dann auch das Gefühl gehabt habt, dass der Eimer oder das Glas, was wir da immer bewegt haben, uns Kraft raubt. Und jetzt kommt der Punkt, warum ich davor warnen will. Also wo da, also die ganze Gläserrückerei hat uns Lebensenergie abzogen, weil es gibt Wesenseinheiten, ja, die einfach auf Energie aus sind. Und was wir hinterher dann erfahren haben und was wir dann hinterher gelernt haben, ja, also das könnte jetzt vielleicht Spinnerei, als esoterische Spinnerei bezeichnen, aber ich glaube dran und für mich ist es einfach logisch. Also durch das, dass wir die Geister beschworen haben, haben wir quasi ein Tor geöffnet. Man könnte es Dimensionstor nennen, ja, zu der jenseitigen Welt. Jetzt ist aber so, die Seelen, ich nenne es jetzt nicht Geister, sondern die Seelen in der jenseitigen Welt haben ja das ganze Leid quasi hintergelassen, nachdem sie gestorben sind. Und jetzt kommen wir von der irdischen Welt, von der leidvollen Welt und kontaktieren diese Seelen. Das ist also dann so, dass die Seelen dann nicht immer im News sind, auf gut Deutsch gesagt. Das ist wie so, wenn man jemanden im Urlaub stört. Also man stört die Ruhe der Toten. Das war also das, was wir auf schlimme Art und Weise lernen mussten. Und also, um da mal zu warnen, jeder Mensch will doch Lebensenergie. Lebensenergie bedeutet, du bist intelligent, du hast Willensstärke, du hast Kraft, du kannst dich durchsetzen, du bist sportlich, du hast Willensstärke, ja, bist erfolgreich, hast eine Ausstrahlung. Das hat alles mit deiner Lebensenergie zu tun. Und ihr müsst eins wissen,
auf der jenseitigen Welt sind auch niedrige Wesenseinheiten oder Seelen, die nur auf Energie aus sind. Ja, die sind nur auf, ich wiederhole es nochmal, die sind auf Energie aus, auf Lebensenergie. Und die können dir deine Lebensenergie abzapfen und dann wird es dann kritisch, ja. Und so war das auch. Nach jedem Mal, wenn ich Gläserrücken gemacht habe, habe ich mich richtig schlapp gefühlt. Also richtig so ausgesaugt, so fertig. Ich habe auch gar keine Kraft mehr gehabt. Ich habe keinen starken Willen mehr gehabt. Also ich konnte mich gegen niemanden mehr durchsetzen, weil ich einfach einen schwachen Willen gehabt habe. Ich habe einfach nur alles gemacht, was andere von mir verlangten und zu allem Ja und Ja gesagt haben. Und ich war schlecht in der Schule, in der Lehre. Ich war überall, alles hat nachgelassen bei mir. Egal, körperliche Leistungsfähigkeit, geistige Leistungsfähigkeit, alles hat nachgelassen. Ja, und es ist einfach, weil es Weseneinheiten gibt, die einem die Energie abzapfen. Überleg's mal, es ist auch logisch. Es gibt ja auch Menschen, jetzt zum Beispiel, da redet man von Energievampiren. Ihr kennt ja vielleicht bestimmt so Leute, die anrufen und euch die ganze Zeit die Ohren voll jammern, oh, das ist scheiße, und das ist scheiße, das ist scheiße, ja. Und du kommst dann, hilfst dann mit Ratschlägen und so, aber es bringt bei denen nichts, das prallt ab, ja. Und die jammern trotzdem die Ohren voll. Das nennt man Energievampire. Du fühlst dich dann ausgelaugt und schlapp. Wenn du dann zu den Leuten hingehst, mal mit deinen Problemen, ja, dann haben sie gar kein Verständnis. Dann sagst du, hey, du bist ja selber schuld, ja. Also, und das sind Energievampire und solche gibt es ja nicht nur in der irdischen Welt, sondern auch in der jenseitigen Welt. Ist ja auch logisch. Wenn solche Leute sterben, heißt das ja nicht, dass die aufhören, Energievampire zu bleiben. Sie sind dann immer noch auf Energie aus, ja. Und das ist das Problem. Und das ist einfach der Eindruck, man kann das, natürlich gibt es jetzt wieder Leute, die versuchen, das auch wissenschaftlich zu erklären. Aber wenn es jemand jetzt, sagen wir mal, nur an die Wissenschaft glaubt, ja, und am Ergebnis, dass wir uns darauf einigen können, dass eben solche Sachen wie Geisterbeschwörung einfach gefährlich und schädlich ist, dann kann man sich ja darauf einigen, ja. Ob jetzt jemand an Seelen und Geister glaubt oder jemand an Sturz, an Wissenschaft und ja, sagt, okay, da gibt es die und die Erklärung, wenn man sich darauf einigen kann, dann ist es ja okay. Also ich wollte einfach nur das erzählen, es gibt Wesenseinheiten, die also rauben nämlich Energie. Das hat uns übelst Unglück gebracht und das Krasse war auch, dass meiner Schwester der Tod vorausgesagt worden ist. Es ist gesagt worden, dass sie mit 21 stirbt und was war, sie ist mit 21 Jahren gestorben. Jetzt kann natürlich immer sein, okay, meine Schwester hat sich auch diese Prophezeiung zusah, an die geglaubt und deswegen ist es eintreten, ja. Aber nichtsdestotrotz, ob das jetzt so ist oder so, ja. Ist ja scheißegal. Also auf jeden Fall Finger weg von Geisterbeschwörung, von Gläserrücken. Wenn ihr das machen wollt, wenn ihr Geister kontaktieren wollt, dann empfehle ich es euch immer über Medium. Und ich weiß, gerade junge Leute sind ja immer so, die wollen da das Geheimnisvolle sehen und da irgendwas, dass da was passiert und so. Wenn ihr das wollt sehen, dann macht ihr das lieber und dann lernt lieber Astralreisen oder solche Sachen, ja. Oder entwickelt eure magische Fähigkeiten. Auch da gibt es Bücher drüber, ja. Wie man sie entdecken kann, ob man magische Fähigkeiten oder übersinnliche Fähigkeiten hat. Aber lasst bitte die Finger von solchen Sachen. Also zumindest sollte man jemanden, der sich damit auskennt, dazu schalten. Jetzt wie zum Beispiel ein Medium, ja, wie die Sibylle Harriet, da könnt ihr dann mal im Internet nachgoogeln. Bei der war es so, dass sie schon von Kindheit auf Kontakt hat zu verstorbenen Seelen. Da ist es vielleicht was anderes, weil die kennt sich damit aus, aber viele Leute, wo sie nicht auskönnen, die schaden sich eben übelst. Also, wie gesagt, deswegen wollte ich davor warnen. Ich wollte mal auch schon mal ein Buch drüber schreiben, über das ganze Thema, über die Erfahrung von dem ganzen Gläserrücken. Und ja, aber habe ich so ein bisschen Bedenken, dass es dann wieder zur Anleitung genommen wird oder dass sich dann gerade deswegen viele Leute angespornt fühlen. Aber ich muss sagen jetzt mal so, auf jeden Fall, Lebensenergie, das sollte eigentlich jedem wichtig sein und die geht da verloren. Das war so mein Eindruck, so war es mein Empfinden, so war, habe ich das erlebt. Ja, das könnt ihr jetzt glauben oder nicht. Ja, es macht auch keinen Sinn darüber zu diskutieren. Wenn einer total, was weiß ich, und sowas nicht glaubt und sagt, das sei Schumbug, ja gut, dann soll es halt meinen. Ja, ist mir eigentlich auch Pille. Ich habe das so erlebt, ja, da war ich nicht nur besoffen und im Drogenrausch, also, sondern ich war da klar bei Verstand und diese Sachen habe ich selber gesehen. Ja, und das hat mir in meinem Leben übelst geschadet. Das hat lang gedauert, bis ich dann die Lebensenergie dann wieder zurückbekommen habe. Ja, okay, auf jeden Fall. Das war jetzt mal so mein Erfahrungsbericht. Teilt das Video, wie gesagt, klärt die Leute auf und abonniert meinen Kanal. Ja, und dann würde ich mal sagen, wünsche euch alle noch einen schönen Sonntag.